Hi und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch eine Spiegellampe einbauen. Diese Spiegellampe wurde mir vom Hersteller netterweise zur Verfügung gestellt. Schauen wir einfach schnell mal in den Lieferumfang. Der Lieferumfang ist sehr spartanisch. Wir haben eigentlich nur die reine Lampe im Lieferumfang. Es handelt sich hierbei um eine LED-Lampe und zwar eine SMD-LED-Lampe. Die Lampe an sich wird mit 12 Volt betrieben. Das Netzteil ist in die Lampe integriert und schon komplett fertig konfiguriert und angeschlossen. Der Anschluss der Lampe ist sehr einfach zu vollführen. Als erstes nehmen wir bitte hier unten die Befestigungsschiene ab. Das ist die Befestigungsschiene, mit der die Lampe schlussendlich an der Wand oder an eurem Schrank befestigt wird. Haben wir diese Schiene entnommen, sehen wir nun drei Adern vor uns liegen. Einmal grün-gelb, blau und schwarz. Diese Adern brauchen wir für den Anschluss. Im Lieferumfang befindet sich auch eine Lüsterklemme. Bitte verbindet diese drei Adern mit der Lüsterklemme. Ich empfehle euch, die grün-gelbe Ader in der Mitte zu montieren und blau sowie schwarz links wie rechts außen. Als nächstes suchen wir uns unsere Position, wo wir unser Leuchtmittel montieren wollen. Ihr könnt das Leuchtmittel an der Wand, an der Decke oder in meinem Fall hier auf einem Spiegelschrank montieren. Die Montage ist sehr einfach. An der zu montierenden Position befestigen wir unser Aufnahmeblech. Habt ihr hier eine Wand, müsst ihr bitte vorbohren und die im Lieferumfang befindlichen Dübel verwenden. Hier in diesem Fall haben wir keine Wand, wir haben hier einen Holzschrank oder eine Holzoberfläche. Hier können wir direkt einschrauben. Ich nehme Schrauben. Achtet bitte darauf, wenn ihr gerade in Schränke schraubt, dass die Schrauben nicht zu lange sind, nicht dass sie durch den Schrank durchstechen. Das Befestigungsblech hat Langlöcher, das hat den Vorteil, wir können vor dem Festziehen nochmal die Position des Bleches leicht korrigieren und dann unser Blech schlussendlich fest anziehen. Haben wir dieses soweit vorbereitet, kommen wir zum elektrischen Anschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt nun über eure Lüsterklemme. Bevor ihr diesen Anschluss durchführt, sollten bitte die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Wer sich das nicht zutraut, geht einfach zu einem Elektriker und lasst es euch anschließen. Bitte achtet darauf, dass der Strom komplett abgeschaltet ist. Dafür reicht natürlich nicht aus, nur den Lichtschalter umzulegen. Hier sollten bitte auch die Sicherung sowie der FI ausgeschaltet sein. Nun verbindet ihr die Lüsterklemme mit eurem Strom, das heißt, grün-gelb ist PE, das verbinden wir mit unserem Schutzleiter, auch wieder grün-gelb. Schwarz ist der Leitende, der Außenleiter, diesen verbinden wir natürlich mit dem Außenleiter, das ist meistens schwarz oder braun. Und blau ist unser Neutralleiter, diesen verbinden wir auch mit unserem Neutralleiter, der ist natürlich blau. Die reine Lampe wird nun über diese Schiene gestülpt. Wir haben hier diese Befestigungsschrauben. Mit deren Hilfe können wir nun das Leuchtmittel hier befestigen. Auch diese beiden Schrauben haben natürlich wieder Langlöcher. Das heißt, hier können wir auch unsere Lampe noch leicht positionieren. Und dann zieht ihr bitte diese beiden Verschraubungen fest. Um nun die Lampe schlussendlich zu positionieren, haben wir hier zwei Gelenke. Diese Gelenke haben jeweils eine Kreuzschlitzschraube. Diese können wir leicht lösen und können dann damit das Leuchtmittel schlussendlich einstellen. Habt ihr eure Position erreicht, zieht ihr diese Schrauben einfach wieder an. Um das Leuchtmittel nun schlussendlich in Betrieb zu nehmen, schaltet ihr bitte wieder euren Strom ein. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Leuchtmittel zu betreiben. Ich zum Beispiel habe standardgemäß das Leuchtmittel mit einem regulären Schalter verbunden und kann darüber das Leuchtmittel steuern. Allerdings existiert auch noch die Möglichkeit, die Lampe hier an der Seite ein- und auszuschalten. Hierfür haben wir an der Seite einen Schalter. Diesen können wir einschalten und somit leuchtet unser Leuchtmittel. Hier nun zu guter Letzt nochmal einen kleinen Blick auf die Lampe bei Dunkelheit. So sieht die ausgeleuchtete Situation bei Nacht aus. Und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Wie gesagt, das Leuchtmittel wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form weitergeholfen oder gefallen, würde ich euch um einen kleinen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, schaut in den Anmerkungen vorbei, abonniert eventuell auch diesen Kanal oder besucht einen meiner Kanäle, denn dort warten noch viele interessante, spannende Videos auf euch. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube. Anschluss, der elektrische Anschluss erfolgt nun über eure vorbereitete Lüster. Mist. Scheißverkehr hier. Denkst du, bist auf der Hauptstraße? Boah. Saugefährlich, Mann.